Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play GTA 5. Mein Name tut gar nichts zur Sache, aber ich heiße immer noch Franconia. Und wir sind hier noch mit Trevor nach der letzten Verfolgungsjagd mit den Cops. Habe ich heute irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Bock irgendwie zu fliegen, und wir werden heute mal das Stuntrennen machen. Dann nehmen wir am besten das Auto. Entschuldige. Komm raus damit. Ja, der hat nicht einmal die Tür aufgemacht, ne? Madre mia. Okay, komm, wir nehmen mal einen anderen Sender. Was nehmen? Nehmen wir Worldwide mal, oder? Klar, warum nicht? So, wie gesagt, wir machen mal das Stuntrennen. Liegt im Norden von Los Santos, von schönen Bundesstaat San Andreas. So, rauf auf den Highway. Und wir haben das ja schon mal mit Michael gemacht, aber da habe ich ja kläglich versagt. Aber seit diesem, ich weiß gar nicht, welche Folge das genau war, aber ich habe mich da jetzt schon ein wenig gebessert. Und können wir eigentlich nochmal probieren, ne? Ich bin frohen Mutes und ja, mal gucken einfach, wie das jetzt mal mit Trevor so hinklappt. Und in der nächsten Folge werden wir wieder eine Mission machen, liebe Freunde. Denn wir haben jetzt doch die letzten 3-4 Folgen. Oh, fahren habe ich jetzt dazu gewonnen. Wir haben halt jetzt doch die letzten 3-4 Folgen. Ja, eigentlich nicht großartig was gemacht. Kleine Nebenvisionen, ein bisschen Schießereien etc. Und ja, wird es dann mal wieder Zeit, mit der Hauptmission weiterzumachen. Denn wir wollen ja irgendwann auch mal fertig werden, ne, mit dem Let's Play. Ich weiß nicht, das sind jetzt auch schon über 60 Folgen, wo ich jetzt schon draußen habe. Und ja, dürfte auch mal langsam ein Ende nehmen, hätte ich gesagt, ne. So, macht zwar unheimlich Spaß, wirklich. Bockt sich wirklich total jedes Mal aufs Neue. Aber ja, ich will es ja auch nicht zu lang in die Länge ziehen. Und viele von euch haben ja GTA selber zu Hause und wissen ja auch, was Sache ist und was man alles machen kann. Aber die wo es noch nicht haben oder noch nie gespielt haben, denen möchte ich halt auch ein bisschen was zeigen, was San Andreas zu bieten hat. Beziehungsweise Trottel, was GTA zu bieten hat. Da mache ich auch dann mal die ein oder andere Mission. Ich habe zum Beispiel noch gar nicht Golf gespielt. Und das würde ich zum Beispiel auch mal gern machen. Oder Tennis, ja. Eine Runde Tennis spielen einfach. Warum? Weil wir es können hier in GTA. Wieso sollte ich es da dann auch nicht machen? Aber heute ist, wie gesagt, kleine Flugshow mit Trevor angesagt. Und da hinten steht schon das Flugzeug. Wir werden mal gleich einsteigen, oder? Kann ich einsteigen? Ja. So, rein mit dir. So, Brücken tauchen. Flieg durch ein flaches Tal und dabei über und unter Brücken. Die Bestzeit bzw. Gold ist in 1:10. Okay. Dann probieren wir mal unser Glück. Starte von der Rollbahn und flieg zum ersten Kontrollpunkt. Wie heißt es so schön? Übung macht ja immer bekanntlich den Meister. Aber das ist das scheiß Flugzeug, wo total schwierig auch zum Lenken ist teilweise. Spätestens nach dem ersten Kontrollpunkt immer. So, jetzt, liebe Freunde. Bis jetzt läuft es nicht schlecht. Ich muss einfach die Ruhe bewahren, das ist Nonplusultra hier. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier ein bisschen schräg fliegen, ne? Oh, klappt doch eigentlich soweit ganz gut, ne? Yeah, ich glaube, soweit war ich noch nie, ne?
Ihr seht also, Übung macht den Meister. Nein, habe ich leider nicht geschafft. Schade, schade, schade. Ach, ich muss da durch. Okay, ah. Schade, verdammt. Ich habe jetzt nur das obere Ziel gesehen. Okay, machen wir natürlich nochmal. Ich weiß im Moment auch gerade nicht, ob ich jetzt eigentlich auch richtig geflogen bin. Oh, wow, wow. Wo fahre ich denn schon wieder hin? Okay, war wohl wieder nichts. Okay. Also bei mir ist es komischerweise immer so, dass der erste Flug immer der beste war. Warum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. So, was soll's. Probieren wir es nochmal, liebe Freunde. Flieg, mein Vogel, flieg. So, jetzt. So, Bonus, minus 1. Es wird doch. So, wie gesagt, das Flugzeug muss ich einigermaßen ruhig halten. Dann klappt es auch mit dem Fliegen, liebe Freunde. Aber so weit, wie ich jetzt gerade gekommen bin, war ich noch nie. Ah, verdammt. Schade, schade, leider nicht erwischt. Ja, komm. Da drauf ist er abgeschissen, ne? Auf den Kontrollpunkt. Oh, ich hätte falsch rumfliegen müssen. Okay, jetzt muss ich unter der Brücke durch. Nicht vergessen, Franconia. Da muss ich schon recht tief fliegen, Alter. Okay, wieder so. Sehr schön. Oh, jetzt, wo muss ich jetzt hin? Da nur ums Eck. Ah, okay, okay, okay. Ja, ich mache mich gar nicht so schlecht. Dann hier noch rum. So, ich weiß nicht, wie ist es denn bei euch? Also ich drehe mir mal in den Kopf, ne? Wenn ich hier fliege. Und Gas geben, Junge. Gas geben, Gas geben. Yeah, wenigstens das geschafft, Alter. Geil. Erfolg, Brückentauchen. Bronze aber, glaube ich, nur, ne? Kann ich sagen, ja, ja, Bronze. Aber es langt mir. Das langt mir. Oh, aber ich habe schon voll viel eigentlich geschafft, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich sehr, sehr gut gebessert. Ich weiß nicht, ich kann mich noch an die Folge erinnern. Da hatte ich ja nur irgendwie, keine Ahnung, das war ja 20 Minuten reinste Katastrophe. Hier fliegt durch die Hügel vorbei am Weinwurz-Schriftzug. Okay, klingt machbar eigentlich, ne? Mal gucken. Ah, sehr geil. Okay, Gold bei 1,15. Okay, Gold wäre ein bisschen utopisch, hätte ich gesagt. Sehr schön, liebe Freunde, es klappt doch. Ach, Bonus, das ist immer minus eine Sekunde und so, ne? Geil, minus 4 Sekunden, ey. Hammer geil bisher mein Flug, finde ich. Gott, ich bin gar nicht so schlecht, ne? Ich habe mich wirklich sehr, sehr gut gebessert. Nein! Oh, voll ins Haus gedonnert.
Okay, das Fahrzeug wurde zerstört, aber das schaffen wir nochmal, ne? Kein Problem. War ganz cool gemacht eigentlich. Ich habe mich nur in der Steuerung ein bisschen geirrt jetzt. Aber soweit ganz gut, ne? Nein, plus eine Sekunde dazu. Okay, bin ich jetzt schlechter? So. Das nächste ist, glaube ich, wieder auf dem Kopf, ne? So viel ich weiß, oder? Ja. Ja, cool. Minus 4 Sekunden. Wieder minus eine Sekunde. Ja, das sind eigentlich geschenkte Sekunden, ne? Die gelben. So, liebe Freunde, und jetzt nochmal Kopf über. Ah, leider den Punkt vergessen. Und leider das auch. Okay, plus eine Sekunde. Und die machen wir hier wieder weg. Alter, Alter, Alter. Und Gas geben, Alter. Yes, 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 yes. Das scheint gut zu werden. Und was war es? Silber noch? War das noch Silber oder nur Bronze? Erfolg, Hauptsache bestanden, hätte ich gesagt. Und? Alter, Silber, yes, Winewood Rundflug, Silbermedaille. Alter, ich bin begeistert. Jetzt Brückenkunststücke, eieiei, das klingt auch wieder schwer. Flieg unter mehreren Brücken hindurch. Unter, über und schieß mich durch, eieiei. Okay. Ja, es wird halt nicht leichter, ne? Alter. Okay, was muss ich hier machen? Ah, wo ist der Ding? Hier ist er. Wow, fuck. Oh, ist schon schwieriger jetzt, ne? Habt ihr vielleicht auch gemerkt, da ich ja recht ruhig war jetzt. Bei dem. Oh, cool. Sonnenuntergang über Los Santos. Nein, jetzt bin ich da hängen geblieben am Strommast. Das Fahrzeug wurde verstört. Okay, jetzt ist doch jetzt ein bisschen schwieriger. Puh. Einfach mal durchatmen und dann läuft es hier schon. Ne? So, einmal. Bäm, da gehe ich mal lieber ein bisschen runter vom Gas. Wo kommt der Start mal durch, Alter? Alter, souverän, souverän, liebe Freunde. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ach, hier, okay. Alter, es klappt doch hier wie am Schnürchen.
Kontrollpunkt verpasst, macht nichts. Das macht nichts, Alter. Jetzt fliegen wir mal wieder so. Oh, das wird knapp, Alter. Alter, da fliege ich nicht kopfüber durch, ey. Kann ich vergessen. Sorry, Leute, bei aller Liebe, ne? Aber irgendwo ist auch mal gut. So, wie weit geht das noch, ey? So, und wieder eine Schräglage hier. Ja, und gleich haben wir es geschafft. Nein, da donne ich dagegen, Alter. Kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss, ey. Das klappt's doch selber nicht. Okay, noch einmal. Jetzt lief's aber auch ganz, ganz gut, ne? Und fliegen 100%. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gelesen habt. Oh, jetzt ein bisschen unruhiger hier, Alter. Boah. Okay, der wurde jetzt doch recht unruhig durch die ganzen Windverhältnisse, wo da auf einer Brücke herrschen. Okay, kein Problem hier. Nochmal Versuch, Baby. So, jetzt und dann drehen wir hier die Kacke. Boah, fuck, voll rein donnert, ey. Puh. Aber ihr habt ja gesehen, ich kann's ja eigentlich, ne? Und tut mir leid, dass ich hier jetzt gerade ein bisschen wenig rede hier. Aber es liegt halt daran, dass ich mich halt da schon voll konzentrieren will. Da ist es halt dann mal ein bisschen ruhiger. Ich denke, ihr werdet es selber kennen. So, ich meine, jetzt geht's noch, ne? Aber wenn es dann hier so um die Brücken geht. Wow, 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 hier zum Beispiel, ne? Fuck, Alter. Ich muss da viel ruhiger werden, ne? Boah, Mann, hat doch gerade auch so gut geklappt. Auf ein neues. Also die Brücke hier, die klappt ja schon ganz gut, ne? Soweit. Wow, war ein bisschen niedrig, aber läuft, ne? So, liebe Freunde, dann drehen wir mal den Vogel. Wir fliegen ihn ganz sanft hier runter. Ui. Yeah. Wo ist der nächste? Ah, den schaffe ich nicht ganz, den Punkt, egal. Konzentration auf die nächsten Flüge, liebe Freunde. Yeah. Okay, jetzt die Brücke hier. Alter, bei aller Liebe, das traue ich mich nicht, ne? Da kopfüber zu fliegen. Sorry, aber so gut bin ich auch nicht wirklich. So, ich hoffe, ich donne jetzt wieder nicht wo dagegen dann. So kurz vorm Ziel. So.
Yeah, und ich glaube, das ist noch Bronze, ne? Erfolg, yes. Klappt doch ganz gut. Brückenkunststücke. So, ich glaube, wir belassen das bei dieser Folge. Ich versuche das jetzt immer so kurz wie möglich zu halten. Den Flughafen-Rundflug und den Höhenflug, das werde ich mal irgendwann mal in den nächsten Folgen machen. Aber nächstes Mal werden wir mit der Mission weitermachen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ich weiß nicht, was wir genau machen, aber wird bestimmt wieder lustig mit mir, mit euch. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Franconia. Ciao.